Assassin's Creed, ja, Brotherhood ist zurück. Ich musste ich gerade noch mal überlegen, in welchem Spiel wir sind. Ja, in diesem ersten tollen Rätsel. Ich nehme mal an, dass das erste tolle Rätsel von mehreren ist. Ach so, und jetzt haben wir hier wieder einen Könnte Checkpoint. helfen, wenn ich stürze. Ja, was wir ja immer wieder freilegen, was interessant ist. Das wieder, ja. Generell so ein Hard Mode wäre cool, Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. wo das Ganze sich nicht aktiviert. Das wäre es doch mal. Also so eine Version von dem Spiel würde ich verkaufen. Also, das ist wieder so eine Art Nebenweg, um an diese dumme Flagge zu kommen. Ansonsten kommen wir da nicht zurück. Ja, dafür haben wir den Shortcut. Dafür haben wir den Shortcut. Den Shortcut. So, ja, genau. Das Grab des Romulus. Wie auch immer ich auf Bartholomäus kam im letzten Part. Entschuldigt das. Also, wie gesagt, es gibt sechs von diesen Gräbern. Die werden wahrscheinlich alle auf der Karte gekennzeichnet sein. Und wenn wir alle diese Gräber besucht haben, kriegen wir am Ende eine Belohnung. So leicht kann das gehen, Leute. Spreche zu euch aus der Zukunft. Oder aus der Vergangenheit. Jetzt kriegen wir hier den ersten Schlüssel. Ja, Schriftrolle 1 von Romulus, das ist mir eigentlich scheißegal. Könnt ihr euch in der Companion-App durchlesen, die es nicht dazu gibt. Ja, die geheime Schatzkammer, um die Kammer zu lokalisieren. Durch die Luke der Decke entkommen, interagieren. Ach so. So macht man das. So, die anderen sind wie gesagt optional. Goldjunge. Haben wir als Trophäe freigelegt. Die Anhänger von Romulus. Diese Bande falscher Heiden terrorisiert die Stadt schon seit Monaten und treibt die Menschen in die Arme der Kirche. Wie praktisch. Genau. Ich vermute, die Borgia unterstützen sie. Doch Beweise dafür sind rar. Deshalb ist dieser Brief auch so wichtig. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn entziffern. Jetzt ist es manchmal so wie ein richtiger Jack Katze. Sparrow. Schon wieder verschlüsselt. Dieser sollte doch eigentlich lesbar sein.
Sie übermitteln sie mit einem Chiffrierblatt. Ohne das haben wir nichts. Manchmal ist Logik nicht der einzige Weg, eine Schlacht zu gewinnen. Andiamo, ihr sagtet, wir hätten Verbündete. Bringt mich zu ihnen. Folgt mir. Das will ich tun, da ich eh nichts Besseres zu tun habe. Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen, aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Wow, das klingt ja nach einem richtig tollen System, nach dem Vorgänger der S-Bahn praktisch. Dann interagieren wir virtuell und kommen zum Ziel. Das kommt davon, wenn man keinen einzigen Knackser im Finger mehr übrig hat. Ben trovato, Niccolo. Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Orsini zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört, von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene. Dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare, meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Caterina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie, aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. So, und das war's auch schon mit der Sequenz. Römischer Untergrund, 100% Synchronisation, war ja auch nicht allzu schwer. So, und das war's mit Sequenz 2. Dann freue ich mich schon auf Sequenz 3. Und wieder mal bekommen wir für jede einzelne abgeschlossene Sequenz eine Silbertrophäe. Warum auch immer. So, der Krieger, der Liebhaber und der Dieb, das ist der Headliner von Sequenz 3. Und das spoilert eigentlich schon alles, was wir wissen müssen. So, neue Gegenstände beim Schmied freigeschaltet. Was ist das eigentlich? Ist da nochmal so ein dummes Grab oder was? Dann machen wir das am besten gleich mal. Wenn wir schon dazu kommen. Ach nee. Das ist unser Unterschlupf, ja ganz toll. Ja gut, es wäre auch zu leicht. Und ich muss mir das angewöhnen, dass es ein Grab von Romulus ist. Und auch nicht von Bartholomäus. Wie auch immer ich auf Bartholomäus komme, wahrscheinlich durch One Piece. Da gab es ja glaube ich Bartholomäus Bär oder sowas in der Art.
Wo geht's da rein? Ach, das ist nur ein anderer Ausgang, nehme ich mal an. Oh, die Musik kommt mal wieder viel zu spät. So, jetzt haben wir ein Sechstel an Aussichtspunkten schon. Wiederfeld. Das sieht so lächerlich aus. Sonst haben wir tatsächlich drei Punkte, wo wir hingehen können. Wie immer, wenn das Spiel mal nicht weiß, wie konkret es weitergehen soll, einfach die nächsten drei Missionen freilegen. Gehen wir einfach mal zum Schmied. Ich glaube, wir können uns einiges leisten. Ach so, aber den müssen wir erstmal hier renovieren. Was wir natürlich machen, denn wir haben das Geld. Wir haben ein Angebot zum Saisonende. Nur. Ne, reparieren können wir nicht. Römische Stiefel, einfach mal das kaufen. Waffen, kleine Waffen, Gegenstände verkaufen. Können wir das tatsächlich? Das ist ein Kajaring. So, Tomaten, ja, ich glaube, die haben alle keinen Mehrwert. Oder gibt es hier vielleicht die Option, alles verkaufen? Ja, dadurch gibt es natürlich wieder ein Vermögen. Ne, ich möchte euch gerne nochmal mit euch sprechen. Um zu schauen, ob es vielleicht irgendwelche Waffen gibt. Römisches Langschwert. Ja, kaufen wir das einfach mal. Weil man kann es immer gebrauchen, auch wenn wir so oder so gut sind. So, das sollte jetzt erst fürs Erste reichen. Jetzt mal schauen, da gab es doch irgendwo einen Stall. Okay, den können wir eh nicht renovieren, daher. Oder hier. Ach so, das ist eine Bank. Haben wir kein Geld. Okay. Ob es unser Einflussgebiet gewesen wäre, hätte ich jetzt auch mal so bezweifelt. Und da fliegen wir wieder mal auf die Schnauze. Als würden wir aus Luft bestehen. Ach so, der ist besiegt. Interessant. Ja, das ist mal wieder sehr logisch. Wenn ihr es euch recht überlegt, nicht? So. Den haben wir umgebracht. In meinen Augen ein bisschen zu leicht. Meine Güte, wie die alle dumm rumlaufen, als wäre nichts. Okay, die schießen auf uns. Das ist nicht sehr schön. Und dass meine Nase voller Rotz ist, ist auch nicht so schön. Ja, jetzt haben sie genug. Nö, es gibt hier noch was zu verteidigen, aber die denken sich, pff, dann beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal kriegen wir den schon. Gut, man muss ein fairer Verlierer sein und manchmal einfach einsehen, dass was aussichtslos ist. So, das ist ja, das habe ich ja gesagt, das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, Handy, ich weiß. Es ist wieder alles zu spät.
Ja, wie komme ich denn da jetzt hin? Es ist mir eigentlich scheißegal, wie viele Minuten ich überziehe. Vielleicht von der anderen Seite. Ja, so geht das doch. Ich sehe, Leute, man kann es schwer machen, man kann es aber auch leicht machen. Ist auch so ein Lieblingsspruch von mir. Ja, kann ich vielleicht noch, darf ich vielleicht noch synchronisieren? Darf ich vielleicht noch synchronisieren? Ach so, das macht es automatisch. Sehr gut, dann verabschiede ich mich von euch für diesen Part, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao, haltet und denkt dran, Freundschaft ist Magie.